Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Besonders empfindlich reagieren die Mütter und Väter, wenn es um die Gesundheit von ihrem Liebling geht. Die Sicherheit bei der Ernährung bedeutet ihnen viel, und das mit Recht. Nicht nur der Gesetzgeber erlässt darum für Babynahrung strenge Vorschriften, GOB selber ist besonders sorgfältig bei der Auswahl und Aufnahme von entsprechenden Produkten ins Sortiment. Neu offeriert ihnen GOB Gläsli-Mahlzeiten aus biologischem Anbau unter einem Naturaplan-Label. Mit den Knospen garantiert die VSBLO, dass die strengen Vorschriften bei der Herstellung eingehalten worden sind. Produziert werden die Gläsli-Mahlzeiten von einem bekannten Kindernahrungsspezialist, der Galactina, und zwar exklusiv für GOB. Das Kind muss trotz dieser besseren Qualität aber nicht auf Abwechslung verzichten. Mindestens 8 hochwertige und neu zusammengestellte Gläsli-Mahlzeiten stehen von Anfang an auf dem Menüplan. Gemüse, Früchte, Fleisch oder auch alles kombiniert. In den nächsten Monaten wird dann das Sortiment je nach Angebot und Verfügbarkeit der biologischen Zutaten erweitert und ergänzt. Da und dort hört man auch kritische Stimmen. Braucht es überhaupt spezielle Fertigmahlzeiten für Kinder? Wir haben die Frage dem Herrn Professor Gugler, dem Direktor der Kinderklinik im Inselspital Bern, gestellt. Die Fertigmahlzeiten sind sicher ein Fortschritt in der Säuglings- und Kleinkindernährung, und zwar aus 3 Gründen. Erstens haben sie eine Zusammensetzung, die über das ganze Jahr gleich bleibt und die den Ernährungsbedürfnissen des Kindes entspricht. Zweitens werden immer nur erstklassige Rohstoffe verwendet und die Qualität wird laufend kontrolliert. Und drittens sind sie hygienisch sicher und einfach in der Anwendung. Wenn jetzt noch Bio-Rohstoffe verwendet werden, ist das nur zu begrüssen. Warum sollen nicht unsere Jüngsten auch von dieser neuen Anbaumethode profitieren? Vielen Dank, Herr Gugler. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Fertigmahlzeiten für Kinder sind durchaus sinnvoll für die gesunde Ernährung. Außerdem praktisch, problemlos und erst noch kostengünstig. Auf Mahlzeiten aus rein biologischem Anbau muss man auch dann nicht verzichten, wenn man schon ein bisschen grösser ist. Dank dem Galactinas Best Burger. Der vollbiologische Galactinas Best Burger. In Stäbli schneiden, mit Curry bestreuen, in der Pfanne goldgelb braten, mit Currysoße vermischen, zusammen mit Reis anrichten und der Familie ein exotisches Menü servieren. Galactinas Best Burger à la carte. Weiter geht's jetzt mit Riesen. Mit Chocolate Riesen. Reason, the chocolate chew. Gute Gründe für etwas Süßes gibt es tatsächlich immer. Wir kommen jetzt aber wieder zu etwas ganz anderem, einem Rezept aus dem Kochstudio. Turnusgemäss ist heute das Rezept aus der Reihe «Leichte Küche» dran. Dass das Team vom Kochstudio ein Fischgericht ausgewählt hat, ist darum kein Zufall. Goldbutt oder wenn Sie lieber haben, Flundernfilet abtauen, mit Zitronensaft beträufeln und mit Pfeffer und Salz würzen. Alles andere habe ich schon vorbereitet. 2 oder 3 Knoblauchzehen in Scheiben geschnitten, Lauch gewaschen und gerüstet und in Ring geschnitten. Für die Garnitur habe ich ein bisschen grünen Lauch in ganz dünne Julienne geschnitten und auf die Seite gelegt. Und ebenfalls geschält habe ich Herdöpfel und sie den Längsweg je nach Grösse gesächselt oder gegachtelt. Jetzt im heißen Öl zuerst Herdöpfel, dann den Lauch dämpfen, den Knoblauch dazugeben und mit Bouillon ablöschen. Und alles zudeckt ca. 15 Minuten bei kleiner Hitze dämpfen. Wenn es soweit ist, Fischfilet aufs Gemüse legen und ebenfalls zudeckt 10 Minuten lang garen. Das wäre es eigentlich schon gewesen. Und Sie können Fischfilet auf dem Gemüsebett anrichten und mit der Lauchjulienne garnieren. Bestimmt möchten Sie das leichte Rezept, das erst noch wenig zu tun gibt, ausprobieren. Sie finden es in der Coop-Zeitung von dieser Woche und ich wünsche jetzt schon viel Vergnügen. Nach dem Rezept zum Kaloriensparen haben wir Ihnen noch ein paar Tipps zum Geldsparen. Ausgesuchte Arnibiskuits sind jetzt besonders günstig. 2 Päckchen Schokomedaille kostet nur 4,10 €. Und 1 Kilo Bananen nur 1,90 €. 5 Beutel Midi-Rösti gibt es für 9,90 €. Und 3 Pakete Goldstar Käsküchli für nur 6 Franken. Außerdem offerieren wir Ihnen ein komplettes Käsefondue-Set oder wenn Sie lieber wollen, ein Fondue Bourguignon-Set für je 45 Franken.
Und dann noch der Coop-Preisabschlag. Ein Kilogramm Würfelzucker kostet von jetzt an nur noch 1,80. Und weil der Chef von unserem Restaurant Bündner ist, macht er Ihnen heute ein ganz besonderes Angebot. Hirschpfeffer Bündnerart mit Spätzli und Rösliköl gibt es für nur 9,90. Auch bei Radio TV Steiner gibt es Angebote zum Sparen. Diese Neuheit von Nokia kann man für 48 Franken mieten. Und der erste Monat ist sogar gratis. Und mit diesem Hinweis bin ich am Schluss für heute. Danke vielmals fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.